So, so ein Mindflayer hier oder wer ist das gerade? Schwarzart von Bane, das bist du. Okay, alles klar. Wollt ihr zuerst weg? Nehm Dimensionstor gleich einfach. Oder auch nicht, weil wir kommen, glaube ich, gar nicht in die Nähe. Oder okay, dann machen wir es trotzdem. Dimensionstor, wir haben so viel davon mittlerweile über das Spiel gesammelt. Das sollte dann gehen. Geht auch nicht, weil keine Aktion. Späßchen. Also sie kann das überleben. Ich weniger allerdings. Ja. Noch verlangsamt. Dimensionstor und rausziehen vielleicht. Dimensionstor. Also viel von dem Scheißzeug, meine Güte. Dann hier hoch. Hier Bereich. Wir sind zwar in der Nähe von den Gegnern, aber das ist okay. Und was, wir können noch ein bisschen Schaden anrichten. Passt. Klar, Karlach kriegt jetzt voll die Ladung, aber das ist okay. Eismesser, okay, ouch. Wo springt sie denn gerade hin? Ah, auf, ist es auch noch hier. Leg mal hier rüber, bitte, mein Bester, wenn es geht. Hui! Ja, wunderbar. Gegner ausgenockt. Ein Gedankenschinder ist er noch am Leben. Ich vorher nicht gesehen habe, so wie es aussieht. Warte mal gerade. Wir könnten einfach durchstürmen vielleicht. Dann werfe ich meine ganzen Kollegen um. Ist ja nicht so gut. Lass mal vielleicht lieber nicht. Irgendwas hier, wo wir ein bisschen Schaden machen können. Warte mal gerade. Würde zählen. Ja, das zählt. Passt. Alles gut. So. Oh. Okay, cool. Oh, hat sich selber durch die Umgebung in den Abgrund gestürzt. Sehr schön. Tschüss, Orpheus. Game over, habe ich gehört. Nice. Das ist ja toll, dass er... Der Typ schwebt über den Boden und wird einfach weggeworfen. Was soll denn das? Was ist das für ein Scam, ey? Oh, jetzt muss ich den gleichen Quatsch dann nochmal machen. Eieieiei. Na gut, gut. Scheiß drauf. So. Aber das ist einfach ein Typ, das passt aber auch zum Spiel irgendwie. Ja, da bewegt sich ein Zentimeter nach vorne, kommt. Es passt zum Spiel, sowas, dass man sowas passiert. Leider ein questrelevanter NPC, deswegen geht das nicht. Da darf sowas leider nicht passieren. Ja. Gott sei Dank hier hinstellen, dass wir direkt die dann auch da treffen. Nö. Wunderbar, verbrennen wir nämlich den dann direkt auch. Passt. Jetzt cool gefunden, wenn der Landebereich wie die Ringe bei Stargate funktionieren würde. Also in beide Richtungen, also einfach wieder hochschicken. Das wäre cool, das stimmt. Das wäre ein ziemlich geiler Moment gewesen im Spiel. Da gehe ich mit. Das stelle ich mir auch super lustig vor. Weil ich kann es mir vorstellen. Karlach quasi. Oh. Ist einer gestorben oder? Was sorgt denn da für die Explosion, wenn ich fragen darf? Was ist denn das überhaupt? Du fliegst. Das macht doch auch keinen Schaden der Art. I am very confused right now. I am very confused. Genau, wir können nochmal gerade hier einen Schutz aufbauen. Genau. Schattenherz und ich. Man kann auch Karlach hochschicken, aber ein bisschen Chaos anstiften. Hätte ich auch Bock drauf gehabt. Kabüm! Au! Der arme Astarion. Dann sind wir gleich zwei Attacken drin. Ne? Oh, come on. Oh, come on, 2x2. Eieieiei. So, gut. So. Ba-ba-da-ba-da-ba.
Ich habe mir das Dokument nochmal angeschaut. Da steht extra mal, dass Energiekosten nicht dabei sind. Da will ich nochmal die Definition vom VA-LCOE nochmal lesen, weil da steht es nämlich dabei, dass der Kapazitätsfaktor berücksichtigt ist, logischerweise. Dementsprechend die Kosten da logischerweise mit einberechnet sind, ist ja klar. Ist ja auch bei der Definition dabei, wie gesagt. Wüsste ja gerne, wo du siehst, dass das nicht drin stehen würde. Nämlich meines Wissens nach nämlich nichts dergleichen dabei, dass auch ausgerechnet wäre. Als extra Punkt darunter. Was heißt denn darunter? Weil unter der Tabelle sind Notizen dabei gerade. Oder warte mal. Hast du auf VA-LCOE gelesen? Weil da steht nichts dabei, dass das eben rausfallen würde. Also. Das steht als Notiz nicht darunter. Ich weiß nicht bei mir gerade. Okay, gut. So, Utility Scale Batteries. Utility Scale Batteries für zu Hause. Für die Zuhauseinrichtung. Aber logischerweise ist trotzdem beim VLCOE-Faktor was dabei, dass du den Kapazitätsfaktor berücksichtigen musst. Das gehört trotzdem mit rein. Das sind trotzdem Vollkosten. So. Warte mal, ich muss gerade kurz mal was nachlesen jetzt hier. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein falscher Part gerade dabei. So aus dem Discord fragen, nicht hier. Hier ist es auf Gable fokussiert erstmal. So. Genau, ich wollte gucken, dass er diesmal nicht stirbt, wenn es geht, bitte. Wäre ganz nett. Völlig gerade, kann ich ihn eigentlich damit hochschicken? Wobei, nee, es ergibt keinen Sinn, ihn hochzuschicken, sonst stirbt mir Astara da auch wieder weg. So. Fliegen ist unnötig. Ich glaube, springen kann er hier nächste Runde. Aber. Also, weil ich keine. Ach, scheiße, für die 3 Meter. Survival is all that matters. So. Hier gibt es auch gleich direkt eine reingedrückt. Na, super. Kann ich hier irgendwie rüberfliegen? Ah, ne, ich bin also durchgehend ausgenockt. Na, super. Wir wollen den Heiltrank. Und dann können wir darüber fliegen. Können wir. So. Hier rüber bitte, wenn es geht. Reicht das hier schon? Der Eingang ist es, glaube ich, ne? Weil wir einfach da dann die Steine benutzen, hoffe ich mal. Also wenn dieser Kampf ziemlich lange geht, ist ja ein bisschen ungünstig. Ich kann da rüber springen, das geht. Voila! Hä? Achso, weil der Gedankenschild noch rumchillt. Ach Gottchen. Also da fliegt es aber dann gleich wieder weg, ne? Ne, machen wir die erstmal weg hier. Voila! Rein damit! Und gut ist. Vielleicht hier rüber schnell, wenn er auch doch außerhalb der Reichweite ist vor dem Angriff. Kann sie darüber springen einfach? An sie. Ja, beim Rum so vorbeischieben, schießen, noch ein bisschen Schaden anrichten, finde ich gut. Ja, F5. Offer ist an, aber der hat eh ein Schild drauf. Warum schalten die sich mal selber aus? Was ist denn mit denen los? Hier rüber. Schild ist noch aktiv, sehe ich gerade. Das brauchen wir da nichts zu machen. Gedanken Heiligtum. Rein damit. Der Buff für alle Beteiligten ist, glaube ich, ganz gut. Eieiei. Also schalten sich jemand selber aus. Wie nett vom Spiel. Aber die Gegner selber zu vernichten, finde ich gut. Okay, Spiel. Ist ja gut, ich mache ja schon. Spiel, entspann dich. Ich merke, das Spiel will einen subtilen Druck damit machen, aber ist ja okay. Ich hab's ja verstanden. So. Hier lang.
die Meldung mit das Ziel erreicht, das ist ein bisschen störend. Ich als schön im Weg gerade auch stehe. Ich glaube auch Spurt wäre sogar besser hier. Dann fliegen wir schon mal zum Ziel. Ich kann den Bereich schon mal sichern. Von meiner Richtung aus. So, ich habe keine Aktionen mehr auf Lager. Scheiße. Dann Heilung. Astarion kann hier durchrennen. Großteils. Okay, gut. Okay. So. Ein da. Von hier kann sie nicht weit genug springen. Perfekt. Hat zwar nicht so viel Schaden anrichten von der Seite aus, aber das reicht schon aus für den Zweck. Nicht teleportieren, Unfug. Was ist da? Das ist nicht auf, ist okay, gut. Für sie! Also einer der Gegner freundlich aus dem. Oh. Achso, der wurde da umgeworfen, der wurde nicht weggewirbelt. Goddammit. Die Idee war gut, aber das Spiel wollte meine Umsetzung nicht hören. Voilà, hier rüber und dann hier dahin stellen. So ist besser, denke ich mal. Die Offer steht natürlich direkt drin. Und rüber. Einfach hier ausharren. Erstmal schwarzes Loch können wir hier trotzdem casten. Das geht. Und weg mit denen. Das geht ja so. Diesmal klappt's. Wait. Da war. Warum bescheißt das Spiel hier gerade? Da war. Nochmal schwarzes Loch vielleicht? In die Richtung. Kann ich einfach zurückwerfen. Versuch mal auf die Art und Weise. So, okay, das so klappt es aber. Okay, wir sind durchaus außer Reichweite von allem. Außer, einer natürlich. Das ist schon der Endkampf. Es geht Richtung Endkampf. Soll nicht ganz der Endkampf, aber es ist der Weg dahin. Der Finalkampf wird mit dem Gehirn dann sein. Mit dem Gehirn wird es dann auch sein. So. Voila. Okay. Tür aufbrechen, bitte. So, sehr schön. Bin schon fast anwesend. Aber der Kampf ist schon ziemlich lang, richtig. Und hier können wir uns sogar voll heilen, sehe ich gerade, passenderweise. So, rüberfliegen. Vielleicht benutzen wir es erst, wenn alle hier sind, vielleicht. Oh, achso. Nein! Oh Gott. Kann ich doch heilen. Ärgerlich. Oh oh. Das Gehirn ist sehr optimistisch zu denken, das könnte uns jetzt noch überzeugen. Okay. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall alle. Und ich kann nochmal mich voll heilen, ne? Oder sind wir schon vorgeheilt? Kannst nachgucken? Sieht so aus. Ich mach's trotzdem nochmal. Sicher, sicher. So. F5 und rein da. Wir sind bereit, im Hirn uns gegen zu treten, sonst wären wir ja nicht hier. Wäre relativ lost, wenn das nicht unser bereitster Zustand wäre. Auch nicht, dreh wieder um. Genau, einfach
Schön festhängen, Spider-Man-mäßig. What? Und jetzt rutschst du aus dem ab gerade. Vielleicht 300 Meter die Tiefe. Hilfe. Das sieht schon ein bisschen mehr nach Bosskampf aus. There it is. The crown of Karsus. The site of power. The site of domination. The Netherstones. Perhaps if we use them here, they'll work this time. Ja, Orpheus muss das machen. Well, shit. I know you. I saw you in my dreams. I know you. I know everything. Ich verstehe nicht ganz, wieso jetzt übergelaufen ist, muss ich zugeben, aber gut. Your feelings, your weaknesses, and so do they. Ah, quasi die entsprechenden Wächter. Interessante Herangehensweise. Okay, Traumwächter. Okay. Muss ein Albtraum gewesen sein. Ich denke auch. Aber ich bin ja vorbereitet. Trank der Geschwindigkeit direkt mal hier mit allem reinhalten, was wir haben. Unterworfener roter Drache 17. Stufe 17. Ha! Können die Verbündeten wirklich hier rufen? Ich bin ein bisschen skeptisch gerade. So, warte mal gerade. So, wunderbar. Stammer einfach das rein. Passt schon. Ich glaube, die jetzt da auftauchen sollen, aber passt schon. Rein mit euch. Oh Gott. Ja, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Wow, das ist ja... Ich bin ja beeindruckt. Das waren also über diese Tentakel-Scheiß-Viecher. Okay, wunderbar. Alles gut, ich hab da so eine Idee. So. Advent, Advent! Du brennst! So, wunderbar. Schon mal die Gegner betäuben damit. So. So, wie ich sie jetzt da durchbekommen soll, ist jetzt die andere Frage, muss ich gerade zugeben. Wir müssen erstmal die Traumwächter loswerden. Würde ich sagen, erstmal uns darauf konzentrieren. Raserei könnten wir auch noch benutzen, aber das ist vielleicht keine so gute Idee. Finde ich gerne auch für dich. Voila. So, rein mit dir und dann hau einfach drauf. So. Gott. Eieiei. Wir haben ganz viele Tentakel hier geschlagen, so wie es aussieht. Nicht gut. Zack. Und rein damit. Mal einer weg von denen, jetzt müssen wir gleich die Tage doch loswerden, natürlich. So, dass so ein Traumwächter da liegt. Nee, Join ist gerade nicht. Plattform finde ich kacke. Was? Voilà, die Aura setzen wir auch noch gleich ein und cast dann noch was anderes hier. So. Aber wir könnten auch hier gerade das noch mit reinnehmen. Aus Prinzip. Macht der Gewohnheit. Also wir haben nur 4 Runden Zeit dafür quasi. Okay, ach du Scheiße. Wir haben 4 Runden Zeit für das alles. Es ist ja optimistisch. What? Goblin Armee. Können wir auch gleich beschwören natürlich wieder. Er hat schon viele von den Nasen. Willi? Gut, gut gedacht, Glück gehabt. Will einfach überleben und das Prinz würde ihn töten. Beim Gehirn kann er wenigstens leben, außer also eine Erscheinung zum Weiterleben. Fand ich aber ein bisschen komisch dann erklärt, muss ich zugeben. Von ihm dann. Falls das der Gedanke war. Fand ich dann nicht so gut rübergebracht. Das kam einfach nicht an.
Okay, wunderbar. Wir rennen gleich rüber zum nächsten. So. Du siehst mich nicht, also kannst du mir nichts antun. Ich bitte dich. Okay. Ja, kann jetzt auch nochmal reinrennen. So. Auf den Drachen vielleicht. Fliegen zwar jetzt rein. Ah ne, zählt sogar nicht als Schaden. Sehr gut. Energietunnel und erstmal hier Schaden. Einer von meinen Teammates? Ich glaube nicht, ne? Passt. Ah, nice. Einfach gedodged. Scheiße. Wunderbar. Und jetzt wieder wegfliegen. Ah, kriegt er Schaden, oder was? Gepackt sogar. Fuck, okay. Nicht so gut. Oh Gott. Hier sind so viele Tentakel für meinen Geschmack. Ich habe mich gerade. Ich glaube, die vier Züge sind aber nicht die Zeit, die ich habe, um zu gewinnen. Da kommt ja noch der Nautolid. Ich muss dann einfach nur dodgen wahrscheinlich. Weil ich glaube jetzt nicht, dass das Kampfschiff auf das Gehirn schießen wird. Das wirkt jetzt nicht so sinnvoll. That's just me. Naja, also, aber dass es Perfektion sein soll, geht es eigentlich schon ganz gut, finde ich. Okay, die nerven wirklich ein bisschen sehr. Alter Schwede. Also, Orphan ist aber fast tot, bevor ich die Chance hatte. Da ich Orpheus Tränke zuschmeißen wahrscheinlich. Was war denn am besten hier gerade? Ich denke, ob wir einfach Kettenblitz spammen sollen. Das ist doch die beste Idee, die ich habe gerade momentan. Macht am ehesten Schaden. Ja, das haben wir noch einen Traumwächter ausgenockt gleichzeitig. Passt. Hab ich noch einen Kettenblitz? Und noch einen. Ne, wir haben keinen Blitz sonst. Okay, dann Kältekegel kann ich sonst noch benutzen. Trifft es mich? Ne, trifft mich nicht. Okay. Wunderbar. Ein bisschen Schaden eingedrückt und gut ist. Wir haben noch die für zwei Runden. Das passt also. Alles klar. Ich stelle mich mal den in den Weg und störe den ein bisschen. So. Alles klar. Wir können ja auch noch ein bisschen was anstellen. Okay, sie kann schon mal ihn besiegen. Das wäre vielleicht eine Idee. Tschüss, Imperator. Ich wollte dich auch ohnehin ausschalten. Also passt das schon. Fuck. Er ist gedodged. Wunderbar. Aber hat das erledigt? Wir müssen es anders versuchen. Das wussten wir ja schon. Das wussten wir ja so oder so schon. So. Auf den Drachen zwiebeln passt. Wunderbar. Rein mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das war viel Schaden, ungünstigerweise. Liegend. Also, wir können keine Aktion ausführen. Das war jetzt auch nicht der Plan. Bin ich auch ein bisschen selber schuld. Oh, der Drache ist doch noch am Start. Kriegt auch weiterhin Schaden. Wir müssen halt die anderen hier loswerden erstmal und Orpheus retten. Weil mir Orpheus ein bisschen zu fast vorm Tod steht. Warte mal gerade. Erstmal helfen. So. Okay, wunderbar. So. Kugel der Unverwundbarkeit. Versuche es damit, Grammar. Temporär. Dann kann ich so Orpheus retten. Wo steht Orpheus nochmal gerade? Hier, okay. Warte. Sogar betäubt der Kerl. Junge, Junge. Dann da rein. Bisschen gefährlich für mich, weil ich jetzt auch die Dolchfolge verloren habe. Aber ist egal. Passt schon. Das geht trotzdem schon irgendwie. So, renn mal hier rein, wenn es geht. Okay, Karlach ist zwar ausgenockt, aber immerhin kann sie sich noch bewegen. So, rein da. So, er kann auch ein bisschen Schaden machen währenddessen. Voila. Vorteil nehmen wir gleich mit. Sehr schön. Und dann natürlich nochmal schön zubeißen. Yam yam. Gleich mal alles mitnehmen hier. So, die Ghule auch nochmal mitnehmen zum Kämpfen.
Wunderbar, könnt ihr ein paar Schüsse abfangen vielleicht. So. Wie man sieht, wenn ich was beschwöre, dann passiert da nichts. So. Ich hab den einen Traumwächter übersehen, ist noch einer am Leben. Okay. Aber Unverwundbarkeit. Sehr schön. Wir können Wächter benutzen. Finde ich gut. Wer hat diese Tentakel bitte gedodged? Was? Man denkt, dass ich ja hier zu dumm ist. Ich glaube, das ist auf. Es ist nur, weil ich auf mittelschwer spiele, nicht auf schwer. Vermute ich. Ey! Rennt es einfach weg? Einmal eine schöne Verteidigung. Ich hoffe, auf Taktischen rennen die nicht in Deutschwolke rein, alles. Im Zweifel jetzt. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Alles klar. Orpheus muss da irgendwie lebendig rüberkommen. Obwohl ist so Orpheus, glaube ich, auch noch geistig kaputt. Warte. Schattenherz muss da das umhauen, wenn es geht. Das wäre ganz gut. Du stehst gerade sehr passend. Tentakel. Dark ist auch unverwundbar. Dann scheiß ernst. Okay, cool. Dann raus mit allem. Ist ja auch alles immun dagegen. Das ist ja sogar beabsichtigt gewesen. So. Nochmal. Richtig. Wir können doch gerade heilen. Wir können uns selber heilen, aber keine Heilung schmeißen wahrscheinlich. Nächste Runde läuft es aus. Also nochmal Heiltrank, also Beschleunigungstrank reinziehen. Das ist ausknockt die Runde, weil das Spiel wieder rum... Problem hat. Mit Logik. So. Du schmeißt aber... Warte mal, ich schmeiß einen Heilpotion rüber. Glaube ich, ist besser. Sondern sie muss ihm platt machen. Das Ding hier. Level 17 Gegner, das habe ich ein bisschen Respekt vor. Dementsprechend machen wir das hier richtig und sorgfältig. Voila. Er siegt. So, wir haben noch einen Punkt. Wir können also gerade einen Potion schmeißen. Potion. Genau, werfen. Nicht ins Gesicht, wenn es geht, bitte, weil das habe ich schon mal den Fehler gemacht. Den mache ich bitte nochmal. Okay. Der hat nicht getroffen, der Potion. Cool. Das hat ja phänomenal geklappt. Ich bin begeistert. Ich möchte vor Freude schreien. So. Gut. Die können ja auch failen, die Tränke. Das ist das Problem gerade. Und das ist das erste Mal im gesamten Spiel über 110 Stunden Spielzeit, dass dieser Trank failt. So. Aber wir haben ja noch ein paar mehr. Wir haben noch ein paar mehr dafür. So. Ob es da rüber irgendwie? Versuch's mal. Genau, wir müssen auf jeden Fall. Wir brauchen ein paar von denen, dass die da schon mal die belästigen. Wunderbar. Ich kann ja theoretisch auch heilen, wenn ich so drüber nachdenke. Müsste auch gehen. So. Das könnte jetzt unangenehm werden. So oder so. Schauen wir mal gleich. Überleg gerade. Erst den Heiltrank oder wie mache ich es am besten? Oder Dimensionstür, stimmt. Sehe ich gerade noch. Und voilà. So, sehr schön. Und schon haben wir ihn direkt am Ziel und können dann hier gleich ein bisschen was anstellen. Massenwunden heilen können wir auch benutzen. Voila. So, hier. Eins. Weil wir haben gar nicht so viele Leute, die geheilt werden müssen, ne? Wir müssen einfach gleich mehrmals heilen, wenn es geht. Weiß, das bringt ja auch nicht so viel hier. Besseren Heilzauber habe ich aber, glaube ich, nicht, ne? Mein theoretisch könnte ich auch hier einfach Unverwundbarkeit benutzen, oder? Einfach hier reincasten. Zählt auch. Voila. Passt. Dann auch ist nicht ganz die Lösung, die ich im Kopf hatte dabei, aber das geht auch. Okay, du kannst auch noch rüberlaufen. So. Wir machen das mit dir am besten. Kommst du da rüber, ist jetzt die Frage. Da kann man einfach hochklettern. Ach so, scheiße. Das wusste ich natürlich. Ich wollte nur gucken, wie der Spiel damit umgeht. Ganz bestimmt, ja. Ich habe die offensichtlichen Erhebungen nicht gesehen. Aus Versehen.
Reicht nicht ganz, aber es ist halt nah genug dran. Außerdem hat es noch einen Schlag. Voilà, einer weniger. Kannst du schon mal die Gegend hier blockieren. Und, wait, da kannst du bitte rennen. Holy shit. 46 Meter. Aber das ganze, Feld... ran. Da genau hoch mit euch. Habe ich auch gesehen, bin links rumgegangen. Ja, auch eine Möglichkeit, fairerweise. Auch eine gute Möglichkeit. Er ist gepackt sogar. Scheiße. Ja, müssen wir wirklich so hoch springen. Ist besser. Wobei ich mit den Tentakeln vielleicht aus. So teilen wir schon mal die Akro ein bisschen auf. Das ist eigentlich auch was dran.